meiner nächsten Videos. Und zwar bin ich unterwegs im Land Rover Defender. In dem Fall haben wir einen 2,4 Liter TD4 mit 122 PS und 360 Newtonmeter an Drehmoment. Also ihr merkt, wir haben hier relativ viel Drehmoment und relativ, in Anführungszeichen, wenig Leistung. Hier geht es einfach nur um kraftvoll unten raus. Wir haben ein relativ schweres Fahrzeug in dem Fall, das brauche ich euch nicht sagen. Es ist halt doch bullig, klobig, aber man merkt, dass das Drehmoment des Fahrzeugs doch schon auch mit in Anführungszeichen nur 360 Newtonmeter gut nach vorne drückt. Ja. Zum Fahrzeug selber war eigentlich hier, um ein neues bzw. um ein Deaktivieren des AGR-Ventils zu bekommen, weil das immer wieder Probleme gemacht hat. Und dann hat man lange rum debattiert und hat mit dem Kunde gesprochen und hat gesagt, wenn man diesen Eingriff macht, dann am besten ist, man macht doch gleich eine Leistungssteigerung mit einer gesunden Stufe. Da liegen wir so bei knapp 35-40 PS und knapp 70 Newtonmeter. Das heißt, wir haben über 400 Newtonmeter, deutlich über 400 Newtonmeter an Drehmoment, an Newtonmeter. Und das ist halt doch schon deutlich spürbar. Also wir sind momentan schon mit Datenstand unterwegs und davor war es einfach, es war schon Kraft da, aber davor war es einfach behäbig und ja, man hat einfach gemerkt, er braucht ein bisschen und es ist jetzt eigentlich komplett weg. Also ich muss echt sagen, für das, was man an Leistungswerte hat und für das, wie schwer das Fahrzeug ist, macht es auf jeden Fall richtig Spaß und das Auto, natürlich hat es keine Straßenlage wie ein Sportwagen oder normaler Straßenwagen, das ist ganz klar, man ist hoch, man hat einen hohen Schwerpunkt. Das ist halt alles ein bisschen so für die Geländetauglichkeit, fürs unwegsame Gelände ausgelegt, das muss man einfach sagen. Aber es macht trotzdem all dem Spaß und man sitzt relativ hoch. Ja. Kunde hat sich dann entschieden zu sagen, ja okay, wir machen die Leistungssteigerung. Ich habe es gerade erwähnt, wir liegen schon bei 35-40 PS und knapp 70 Newtonmeter im Schnitt an Mehrleistung und AGR ist natürlich auch mit ausbedatet, war auch Kundenwunsch. Link übrigens für denjenigen, den es interessiert, für den Defender bei 699 Euro. Die Leistungssteigerung inklusive VMAX, inklusive AGR off. Und ja, man merkt das schon deutlich. Wir sind jetzt gerade, ich bin jetzt gerade noch auf Probefahrt unterwegs, weil wir hatten noch ein Problem mit einem Ladedrucksensor. Der Fehler, der kam jetzt allerdings erstmal nicht wieder. Thema AGR hat sich in dem Fall erledigt gehabt. Da möchte ich auch hoffen, dass das dann jetzt so passt. Kunde, denke ich mal, wird sehr, sehr zufrieden sein, weil Kunde kennt einfach sein Auto besser, fährt sein Auto schon viel länger. Und der Unterschied ist schon deutlich. Also ich bin vorher auch mal eingangs eine kleine Runde gefahren. Und das war schon deutlich anders wie jetzt. Obwohl er schon 360 Newtonmeter hat, was ich viel finde oder halt schon gut finde, merkt man den Unterschied jetzt von vorher zu nachher deutlich. Und man kann halt jetzt auch noch mehr untertourige fahren, das heißt, man kann jetzt noch früher hochschalten, was natürlich auch nochmal bewirkt, dass man Sprit spart, was natürlich auch ein positiver Aspekt ist, wenn man ökonomisch fährt oder im Teilhaschbereich fährt wie davor, dass man da zusätzlich nochmal ein paar Liter Sprit spart auf eine Tankfüllung und das finde ich selber positiv. Ich meine, das ist zwar hier nicht der Hauptgrund gewesen, hier ging es rein nur um das Thema AGR, aber man darf halt auch nicht bedenken, dass wenn jemand viel Kilometer fährt, dass halt, wenn das Auto im Alltag bewegt wird, halt das unterm Strich nachher auch bares Geld ist, was man spart. Vor allem bei den aktuellen Spritpreisen, wenn man das mal so vorsichtig sagen darf. Ich muss schon sagen, das ist schon, wenn ich überlege, ich bin im fünften Gang, ich beschleunige aus dem fünften Gang. Das ist schon auf jeden Fall deutlich anders, wie es davor war. Ja. Jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, für die, die heute am Heiligen Samstag schon Wochenende haben, genießt es. Wir werden erst ab morgen Wochenende sagen können und dürfen. Ist aber vollkommen in Ordnung. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag.
Sonntag. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in einem meiner Videos. Worüber es da geht, werden wir sehen. Wir werden auch wieder ein bisschen mehr machen mit von außen Auto zeigen und. Das war jetzt hier momentan für mich nicht wichtig bei dem Auto. Da reicht euch einfach nur die Info zu dem Fahrzeug, was da machbar ist. Dieses Fahrzeug ist übrigens auch über OBD flashbar, das heißt, man muss hier nicht an das Motorsteuergerät, was hier bei dem Auto auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen komische Steuergeräte verbauen. Also man kommt schon gut hin, aber scheiße verklebt und. Deswegen geht mittels Onboard-Diagnose, das heißt, kann man direkt lesen und flashen über die OBD-Schnittstelle. Ja, als kleiner Hinweis. Und jetzt machen wir Wochenende. Wünsche ich euch ein schönes und erholsames Wochenende und bis bald. Ciao.